Herzlich willkommen zu einem kleinen Produktvideo des S66 Soundmoduls, eingebaut in die HSB Ballerina von LGB. Als Lockdecoder ist hier ein Drive M mit MaxiCap Puffer verbaut und das S66 Soundmodul. Und es geht hierbei um zwei häufig gestellte Fragen. Kann man einen Unverpfiff Sound aktivieren und kann man ein Zischen, ein Anfahrtzischen, quasi die offenen Zylinderhähne aktivieren. Das Anfahrtzischen ist zum Beispiel, wenn die Lok anfährt, dann kommt nicht sofort das Dampfgeräusch, sondern dann macht die erst und bis sie dann in den Dampf übergeht. Beide Funktionen sind aktivierbar. Wir gehen einmal auf die Anleitung. Hier haben wir bei CV 900 933a, also wenn wir die Bank A haben, dann haben wir also die CV 897 auf 0, dann haben wir Bank A, CV 933a, abzuwartende Standzeit für automatisches Auslösen der Soundnummer 16, Pfiff kurz. Standardmäßig ist da 255, das bedeutet nie, 0 bedeutet immer. In diesem Beispiel habe ich mal 0 eingebaut, um das mal zu demonstrieren. In diesem Beispiel habe ich 0 eingebaut, um das zu demonstrieren immer. Wie wir hier drauf kommen, wir müssen erst CV 1021 auf den Wert 1 setzen. 1 bedeutet Bank A und dann können wir CV 933 programmieren. Und wenn wir fertig sind, wieder 1021 auf 0 setzen, damit wir wieder bei den normalen CVs sind. Und dann habe ich noch die Standzeit für automatische Soundfunktion 99. Automatische Soundfunktion 99 ist dieses Anfahrtzischen offene Zylinderhähne. Und hier sehen wir, 934 steht auf 90. Das heißt, das kommt ab und zu mal vor. 255 wäre hier. 0 ist ab einer Sekunde. Ich mache das mal kurz. Also ich programmiere das jetzt mal auf 0, damit wir das mal live erleben. Um das zu erleben, müssen wir den Fahrsound eingeschaltet haben. Also die Pfeife können wir ignorieren, ich habe gerade die falsche Taste gedrückt. Jetzt fahren wir an. Wir hören den Sound. Also, wir stehen und wenn ich jetzt anfahre, kommt immer dieser Abfahrtspfiffton. Den habe ich jetzt eingeschaltet. Man kann auch sagen, dass der nicht immer kommen soll, sondern nur, wenn die Lok mindestens 10 Sekunden oder 5 Sekunden gestanden hat oder wie auch immer. Das gleiche ist auch bei dem anderen Ton, den wir gerade gehört haben, dieses Zischen beim Anfahren, sind die offenen Zylinderhähne. Auch da kann man einstellen, wie lange die Lok stehen soll, dass das kommt. Standardmäßig ist ein Wert von 90 eingestellt. 0 bedeutet eine Sekunde, also 90 ungefähr anderthalb Minuten. 90, also den Wert, den ich jetzt hier eingestellt habe, ist jetzt 0. Das bedeutet, wenn die Lok eine Sekunde steht, kommt dieser Sound. Also da haben wir wieder dieses typische Pfeifen und jetzt kommt das andere. Hier hören wir das. Das
Das ist